Der Artikel. Setzen wir ein. Der Kuss. Das Spiel. Der Wunsch. Das Gut. Der Wille. Die Tüte. Die Berge, Plural. Und noch einmal. Der Kuss. Das Spiel. Der Wunsch. Das Gut. Der Wille. Die Tüte. Die Berge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen an, wo, wer, wann, wie und was. Wann ist er angekommen? Um 15 Uhr. Wo lebst du? In Prag. Wie nennt man das? Eine Katastrophe. Wer wohnt da? Meine Oma. Was ist hier los? Eigentlich nichts. Und noch einmal? Wann ist er angekommen? Um 15 Uhr. Wo lebst du? In Prag. Wie nennt man das? Eine Katastrophe. Wer wohnt da? Meine Oma. Was ist hier los? Eigentlich nichts. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. In diesem Video setzen wir ein in plus die Artikel dem, der oder den. Wo? In der U-Bahn, feminin. Wo? Im Taxi, neutrum. Wo? Im Flugzeug, neutrum. Wo im Auto, neutrum. Wo im Tuk-Tuk, neutrum. Wo in der Straßenbahn, feminin.
Wo im Zug? Maskulin. Und noch einmal. Wo? In der U-Bahn. Im Taxi. Im Flugzeug. Im Auto. Im Tuk-Tuk. In der Straßenbahn. Im Zug. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir die Artikel ein. Dabei achten wir auf die Präpositionen. Bis nach Hause. Dativ. Angesichts der Tat. Genitiv. Innerhalb eines Tages. Genitiv. Durch den starken Regen. Akkusativ. Aufgrund der Diskussion. Genitiv. Von meinem Onkel. Dativ. Mit dem neuen Roller. Dativ. Und noch einmal, bis nach Hause, Dativ, angesichts der Tat, Genitiv, innerhalb eines Tages, Genitiv, durch den starken Regen, Akkusativ, aufgrund der Diskussion, Genitiv. Von meinem Onkel, Dativ, mit dem neuen Roller, Dativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Präpositionen. Hallo, in diesem Video setzen wir Artikel Wohin? An. Dabei achten wir auf die Präposition. Ins Wegen Gebirge. Genitiv. Vor in den Streit. Osten des Landes. Dativ. In an den Rand Auto. Europas. Oder in seinem Auto. Sein Akkusativ, seinem Dativ. An hinter den, der oder in hinter den die Baustelle. Oder zum See. Hinter der Dativ, hinter die Akkusativ. An ins die, Haus in die oder, im oder Haus. Zur See. Ins Haus Akkusativ, im Haus Dativ. Zu nach seiner Mutter. Rechts. Dativ. In diesen Stadtteil. Und noch einmal. Wohin? Ins Gebirge. In den Osten des Landes. An den Rand Europas.
an den, in den oder zum See. An die, in die oder zur See. Nach rechts. In diesen Stadtteil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Fragewörter. Setzen wir ein. Woran verzweifelst du? Wozu gehört es? Oder wem gehört es? Auf wen wartest du? Womit beschäftigst du dich? Wen bittest du um Hilfe? Wofür dankst du ihm? Über wen denkst du nach? Und noch einmal. Woran verzweifelst du? Wozu oder wem gehört es? Auf wen wartest du? Womit beschäftigst du dich? Wen bittest du um Hilfe? Wofür dankst du ihm? Über wen denkst du nach? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Verb finden im Konjunktiv 2. Konjunktiv 2 Gegenwart. Ich fände, du fändest, er fände, wir fänden, ihr fändet, sie fänden. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Ich hätte gefunden, du hättest gefunden, er hätte gefunden, wir hätten gefunden, ihr hättet gefunden, sie hätten gefunden. Und noch einmal, Konjunktiv 2 Gegenwart. Ich fände, du fändest, er fände, wir fänden, ihr fändet, sie fänden. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Ich hätte gefunden, du hättest gefunden, er hätte gefunden, wir hätten gefunden, ihr hättet gefunden, sie hätten gefunden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Einige Ausdrücke mit Nomen und Verben.
Es steht Ihnen zur Verfügung. Zur Verfügung stehen plus Dativ. Ich gebe ihm Bescheid. Bescheid geben plus Dativ. Im Vergleich dazu ist es sehr einfach. Und noch einmal, es steht Ihnen zur Verfügung. Ich gebe ihm Bescheid. Im Vergleich dazu ist es sehr einfach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Pronomen. Setzen wir ein. Achten wir dabei auf die Präposition, in welcher Kasus steht. Ich gehe zu dir. Ich bin bei mir. Ich komme von euch. Ich gehe zu ihm. Ich bin bei ihr oder ihnen. Ich komme von ihnen. Ich gehe zu uns. Die Präpositionen zu, bei und von stehen immer mit Dativ. Und noch einmal. Ich gehe zu dir. Ich bin bei mir. Ich komme von euch. Ich gehe zu ihm. Ich bin bei ihr oder ich bin bei ihnen. Ich komme von Ihnen und ich gehe zu uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Wo oder wohin? Bei mir, zu mir. Bei dir, zu dir. Bei ihm, zu ihm. Bei ihr, zu ihr. Bei uns, zu uns. Bei euch, zu euch. Bei ihnen, zu ihnen.
Bei Pronomen steht auf die Frage wo, bei und auf die Frage wohin, zu. Noch einmal. Bei mir, zu mir. Bei dir, zu dir. Bei ihm, zu ihm. Bei ihr, zu ihr. Bei uns, zu uns. Bei euch, zu euch. Bei ihnen, zu ihnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir ein am, im oder um. Im Frühling. Am Nachmittag. Um 6:30. Um Mitternacht. Am Dienstag. Am Tag. Um 12:15 Uhr. Und noch einmal, im Frühling, am Nachmittag, um 6:30 Uhr, um Mitternacht, am Dienstag, am Tag, um 12:15 Uhr. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! In diesem Video setzen wir ein am, im oder um. Im Winter. Am Vormittag. Um 3:45 Uhr. Am Mittag. Am Samstag. Im April. Um 19 Uhr. Und noch einmal. Im Winter, am Vormittag, um 3:45 Uhr, am Mittag, am Samstag, im April, um 19 Uhr. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao!
Präpositionen am, im oder um setzen wir ein. Im Oktober. Am 2. Juni. Um 5. Am Abend. Am Montag. Im Herbst. Um 19:07 Uhr. Und noch einmal. Im Oktober. Am 2. Juni. Um 5. Am Abend. Am Montag, im Herbst, um 19:07 Uhr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Sie oder ihr setzen wir ein. Ich gratuliere ihr zum Geburtstag. Ich kann ihr jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich Sie etwas fragen? Ich werde Sie auf die Party einladen. Ich finde Sie langweilig. Ich besuche Sie gerne. Gefällt ihr dieses Lied? Und noch einmal. Ich gratuliere ihr zum Geburtstag. Ich kann ihr jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich Sie etwas fragen? Ich werde Sie auf die Party einladen. Ich finde Sie langweilig. Ich besuche Sie gerne. Gefällt ihr dieses Lied? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Nominativ, Akkusativ oder Dativ. Setzen wir die Pronomen ein. Wie geht es dir? Dativ. Wann kommst du zurück? Nominativ. Wer kommt zu euch?
Dativ. Warum magst du ihn? Akkusativ. Hilft ihnen das? Dativ. Wo hast du ihn kennengelernt? Akkusativ. Sehen wir uns morgen? Nominativ. Dativ. Gefällt euch das? Dativ. Wann geht ihr? Nominativ. Wem schickt ihr es? Nominativ, Akkusativ. Und noch einmal. Wie geht es dir? Wann kommst du zurück? Wer kommt zu euch? Warum magst du ihn? Hilft ihnen das? Wo hast du ihn kennengelernt? Sehen wir uns morgen? Gefällt euch das? Wann geht ihr? Wem schickt ihr es? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Akkusativ oder Dativ? Mich oder mir? Es fehlt mir. Du vermisst mich. Es gelingt mir. Sie rät mir ab. Er dankt mir. Sie bat mich darum. Sie erlaubte es mir. Und noch einmal. Es fehlt mir. Du vermisst mich. Es gelingt mir. Sie rät mir ab. Er dankt mir. Sie bat mich darum. Sie erlaubte es mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb gehen im Präsens, Präteritum und Perfekt an. Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Präteritum: Ich ging, du gingst, er ging, wir gingen, ihr gingt, sie gingen. Perfekt: Ich bin gegangen, du bist gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, ihr seid gegangen, sie sind gegangen. Und noch einmal, Präsens: Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Präteritum: Ich ging, du gingst, er ging, wir gingen, ihr gingt, sie gingen. Perfekt: Ich bin gegangen, du bist gegangen, er ist gegangen, wir sind gegangen, ihr seid gegangen, sie sind gegangen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Auf, zu, nichts oder der setzen wir ein. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Auf der Straße, wo, Dativ. Auf der Bank, Dativ oder zur Bank, Dativ. Auf der Schule, wo, Dativ oder zur Schule. Auf der Post, wo, Dativ oder zur Post. Auf der Art oder auf diese Art. Dativ. Auf Wiedersehen. Zu dritt, das heißt drei Personen. Und noch einmal. Auf der Straße, auf der Bank oder zur Bank, auf der Schule oder zur Schule, auf der Post oder zur Post, auf der Art, auf Wiedersehen, zu dritt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Wo oder wohin? Hinten, nach hinten.
in Berlin nach Berlin. Unten nach unten. Zurück, zurück. Am Ende, ans Ende oder zum Ende. Links, nach links. Im Süden, in den oder nach Süden. Und noch einmal, hinten, nach hinten. In Berlin, nach Berlin. Zurück, zurück. Am Ende, ans Ende oder zum Ende. Links, nach links. Im Süden, in den Süden oder nach Süden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen wo und wohin und einige Orte an. Zuerst die Orte. Oben, mir, Süden, links, dort, Boden und unten. Setzen wir ein. Wo, oben, wohin, nach oben. Wo, bei mir, wohin, zu mir. Wo, im Süden, wohin, in den Süden. Wo, links, wohin, nach links. Wo, dort, wohin, dorthin. Achtung, hier sagt man nicht nach oder ähnliches. Wo, auf dem Boden, wohin, auf den Boden. Wo, unten, wohin, nach unten. Und jetzt noch einmal eine Wiederholung. Links steht wo, rechts wohin. Oben, nach oben. Bei mir, zu dir. Im Süden, in den Süden. Links, nach links. Dort, dorthin. Auf dem Boden, auf den Boden. Unten, nach unten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen wo und wohin an und einige Länder. Zuerst die Länder. Syrien, Kosovo, Philippinen, Rumänien, Eritrea, Kamerun und Slowakei. Fangen wir an. Wo in Syrien, wohin nach Syrien? Wo im Kosovo, wohin in den Kosovo? Wo auf den Philippinen, wohin auf die Philippinen? Wo in Rumänien, wohin nach Rumänien? Wo in Eritrea, wohin nach Eritrea? Wo in Kamerun, wohin nach Kamerun? Wo in der Slowakei, wohin in die Slowakei? Und jetzt noch einmal. In Syrien, nach Syrien. Im Kosovo, in den Kosovo. Auf den Philippinen, auf die Philippinen. In Rumänien, nach Rumänien. In Eritrea, nach Eritrea. In Kamerun, nach Kamerun. In der Slowakei, in die Slowakei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Frage wo und wohin genauer an. Zuerst die Nomen. Das Zimmer, die Küche, das Geschäft, die Terrasse, die Bank und die Bank und die Schule. Setzen wir ein. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Wo im Zimmer, wohin ins Zimmer. Wo in der Küche, wohin in die Küche. Wo im Geschäft, wohin ins Geschäft? Wo auf der Terrasse, wohin auf die Terrasse? Wo in oder auf der Bank, wohin in, auf, die oder zur Bank? Wo auf der Bank, also der Sitzbank, und wohin auf die Bank, also auf die Sitzbank? Wo in der Schule, wohin in die Schule oder zur Schule? Und jetzt noch einmal, links steht Dativ, wo und rechts Akkusativ, wohin. Aber Achtung, nicht immer. Im Zimmer, ins Zimmer. In der Küche, in die Küche. Im Geschäft, ins Geschäft. Auf der Terrasse, auf die Terrasse. In oder auf der Bank, in oder auf die Bank bzw. zur Bank.
Auf der Bank, auf die Bank. In der Schule, in die Schule oder zur Schule. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die beiden Fragen wo und wohin genauer an. Auf der linken Seite steht wo, auf der rechten Seite steht wohin. Zuerst sehen wir die Nomen. Berg, Stadt, Laden, Museum, Park, See, das ist der See, und am Ende See, die See, also das Meer. Fangen wir an. Wo auf dem Berg? Wohin auf den Berg? Wo in der Stadt? Wohin in die Stadt? Wo im Laden? Wohin in den Laden? Wo im Museum? Wohin ins Museum? Wo im Park? Wohin in den Park? Wo am See? Wohin an den See? Wo an der See? Wohin an die See? Und jetzt noch einmal. Auf dem Berg, auf den Berg. In der Stadt, in die Stadt. Im Laden, in den Laden. Im Museum, ins Museum. Im Park, in den Park. Am See, an den See. An der See, an die See. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video stellen wir uns die Frage, wo oder wohin? Zuerst sehen wir einige Nomen. Meer, Haus, Bar, noch einmal Bar, Platz, Hof und Balkon. Und jetzt setzen wir die Präpositionen und Artikel ein. Wo am Meer? Wo im Haus? Wo in der Bar? Wo an der Bar? Das ist die Theke. Wo auf dem Platz? Wo im Hof? Wo auf dem Balkon? Wohin ans Meer? Wohin ins oder zum Haus? Wohin in die Bar? Wohin an die Theke? Wohin auf den Platz? Wohin in den Hof? Wohin auf den Balkon? Und jetzt noch einmal. Links steht wo, rechts wohin. Am Meer, ans Meer. Im Haus, ins oder zum Haus. In der Bar, in die Bar. An der Bar, an die Bar. Auf dem Platz, auf den Platz. Im Hof, in den Hof. Auf dem Balkon, auf den Balkon. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Wiegen. Wiegen steht mit Genitiv. Und jetzt setzen wir ein. Wiegen des Mannes. Wiegen der Schuhe. Wiegen des Handys. Wiegen des Geldes. Wiegen des Arztes. Wiegen der Uhrzeit.
wegen des Wetters. Und noch einmal, wegen des Mannes, wegen der Schuhe, wegen des Handys, wegen des Geldes, wegen des Arztes, wegen der Uhrzeit, wegen des Wetters. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.